So, wir kommen zu Let's Gameplay Grand Theft Auto 5, PS4 App, GTA 5, ey. Kann man das mal ein Headset hören, weil das muss ich wahrscheinlich im Spiel dann erst da anstellen. Es kann sein, dass ich jetzt hier alles umsonst quatsche und hier nur einen beruhigenden, verladenen Jim sieht. Ja, das Spiel dauert schon lang, bis es tja, mal startet. Ey, ist aber nicht gut, ey. Man kann sich hier die Dinger durchlesen. Da geht ja online und auf jeden Fall nichts kommen. Ich zock geht ja online auf der PS3, aber nicht auf der PS4. Also ich hab GTA für die PS3 und für die PS4. Ja, eigentlich wollte ich ja Minecraft kaufen heute, aber ich habe mir heute für GTA 5 gekauft. Für die PS4, weil es besser ist. Und allein wegen der Ecken-Perspektive und ja. Da werde ich irgendwann mal in naher Zukunft dann mal vielleicht doch PlayStation Plus machen, dann kommt vielleicht doch mal irgendwas von GTA Online. Mal schauen, vielleicht geht das auch, dass man irgendwie seinen GTA Online Charakter von der PS3 übertragen kann. Ich weiß nicht. Vielleicht geht das. Naja, jetzt muss ich mal gucken, ob ich überhaupt hier drin bin hier. Im Stereo-Headset. Der Kontrolllautsprecher ist aus, Sprachchat. Wo ist denn das bitte? Hä, da war doch irgendeine Einstellung. Hä? Auf jeden Fall, die PS4 ist so mehr Einstellungen, ist mir aufgefallen beim Anspielen heute. Ja, jetzt schon die Spiele mit unterstützen ziehen. Was das hier heißt, was ich immer noch nicht. Steuerung für Zeigesteuerung. Wir haben hier einfach mal Standard, zu Fuß, Third Person. Was ich sage, jetzt die First Person, die Ego Person. Ja, unterstütztes Ziehen ist besser. Also ich komme nicht damit besser klar. Wir können das aber umstellen auf teilweise. Aber das meine ich. Ich will schon unterstütztes Ziehen voll haben. Das kann man anmachen. Steuerungstyp, das passt. Es passt eigentlich, alles ist schon gut eingestellt. Ja, es ist eigentlich alles schon geil eingestellt. Audio-technisch ist alles eingestellt, aber hier. War ja nicht irgendwas. Und zwar weiß ich aber halt nicht, ob die Musik hier Copyright geschützt ist bei GTA 5. Das wird dann im Let's Play oder im Gameplay Let's Play ist ein bisschen, wird schon ein bisschen kritisch. Wahrscheinlich muss ich dann in den Radio ein bisschen leiser stellen. Das Spiel hat da eigentlich gar keine Musik, es gibt dann nur die Radiosender. Da werde ich dann die Musik wahrscheinlich sehr leise stellen müssen, damit man die Musik nicht so hört. Wegen der Kombi-Ride-Musik. Ich weiß nicht, ey. Obwohl, ich weiß gar nicht, wie die anderen Let's Players gemacht haben. Hat der Gronkh eigentlich den Radio genutzt? War mit seinem Let's Play. Ich weiß es nicht. Ich glaube ja, das. Ich weiß es auch nicht. Lass uns mal auf laut und falls ein Video gesperrt wird, dann muss ich es dann halt leiser stellen. Sprachchat, Radio, das können wir lassen. Ausgabe. Ja, da kann man nichts einstellen hier von Headset. Das soll ich doch ein bisschen leiser stellen, die Musik. Der da. Ich danke sehr, mein Gott. Ah, spielt so geile Musik, ey. Richtige Klassiker. Ich habe jetzt zum Beispiel Copyright. Oh, ist das geil. Ist das geil, ey. Naja, jetzt schauen wir mal. Falls das Video gesperrt wird, dann muss ich es auch einfach überlabern. Vielleicht wird es dann nicht gesperrt.
werde sowieso immer wieder reinlaufen in die Musik. Lautstärke beibehalten. Wenn, falls es doch gesperrt wird, müssen wir die Musik ein bisschen leiser stellen. Dann sieht er aus. Ich weiß gar nicht, wie das bei mir ist mit den Copyrights. Also ich habe noch keine Warnungen. Ein Video wurde von mir gesperrt, aber nicht in Deutschland, sondern irgendwo anders. Ich glaube auch wegen Musik. Na, jetzt schauen wir mal. Ich habe jetzt dann irgendwo im Ausland gesperrt. Ich habe keine Ahnung. Jetzt fangen wir mal an. Kamera. Das kann ich checken, auch nicht die Einstellung. Da habe ich, wie gesagt, alles schon eingestellt. Die Radgol habe ich, wie gesagt, schon eingestellt. Kopfbewegung. Deckung brauche ich. Ja, ich will schon alles haben. Ich will die EU-Perspektive schon überall haben. Weil dies ist ja das aktuelle Feature. Hier ist auch alles anders. Das Fahrkreuz habe ich mal auf einfach gestellt. Ja, gefällt mir so besser. Sicherheitszone, Effekte, machen wir natürlich alles an hier. Benachrichtigter Editor, das brauche ich nicht. Ja, wir haben hier schon alles da eingestellt. Okay. Und dann muss ich wie gesagt nicht. Wenn ich sage, Copyright, was ist wieso nicht? So, jetzt ziehen wir uns das mal um. Was haben wir denn für Outfits? Was ziehe ich denn immer an? Also ich ziehe privat, eigentlich immer ein T-Shirt, eine Weste, dann noch eine andere Jacke drüber. Oh, da ist irgendwas explodiert. Jetzt weiß ich halt nicht. Ja, ich kann mal ein Part machen, wo ich mal die Cheats zeige. GTA 5. Die sollten ja schon alle seit Jahrhunderten schon alle draußen sein. Was zieht man an, ey? Ich muss mir den Visor mal was holen. Wie sieht denn die Jacke hier aus? Ach Mann, ey, das sieht alles nicht gut aus. Das sieht gut aus. Anzüge haben wir noch nichts, glaube ich, oder? Nee. Ich habe privat auch noch keinen Anzug. Aber andere schicke Sachen. Jacken, hat er irgendwelche Jacken, der Sack? Nee. Brille können wir anziehen. Sollen wir eine Brille anziehen? Wollt ihr die Brille sehen? Ach nee, komm. Hüde, haben wir eine Kappe anziehen? Nee. Nee. Hutzpullover. Ah, hier sind noch andere. Ein weißer. King of Los Santos. Wer ist denn besser? Also mal ein grauen. Gefällt mir besser. Jacken. Dann haben wir die Ochi. Das wird Jogging ohne. Bitte, ey. Haben wir andere Schuhe. Die mal. Hemden, da haben wir jetzt Shorts, ja, also kann ich eigentlich alles. Soll ich mit Shorts rumlaufen? Ne, ich weiß nicht, ob der mal ein Headset aufnimmt. Ich habe gedacht, ich habe da irgendwo eine Einstellung gesehen. Naja. Damit dem Run, fuck around, ich knall deine Mutter auf dem Disco-Klo, du geile Sau, Mann. Entschuldigung. Ne, ich laufe nicht mit Shorts rum, ey. Können wir ein T-Shirt da nicht rumlaufen, aber. Da kann ich eigentlich auch mal machen, ne? Könnte ich eigentlich auch machen. Ja, laufen wir mal mit dem T-Shirt rum. Aber andere Schuhe müssen. Das passt eigentlich, oder? Es passt. Tanktops, oh. Ganz schön muskulös, der Franklin. Könnte auch mit dem Tanktop rumlaufen, aber nee. Ah, das sieht auch geil aus. Langarmhemd, das könnten wir auch anziehen. Ich glaube, ich ziehe doch das Langarmhemd dann an. Oder nichts. Was mach. Ach, Leute, das ist schwierig, ey.
Ach Mann. So, haben wir das durch. Wie sieht denn das aus? Ja, mal Langarmhemd. Oder doch lieber Weste. Chicken. Ach Leute, es ist komplex. Das sieht besser aus. Heute ich einen Livestream, ey. Könnt ihr jetzt was anschauen? Nehmen wir mal das jetzt aber. Ich finde, das sieht gut aus, ein bisschen abwechslungsreich. Was hat denn der hier? Also, das Spiel zu speichern, nehmen wir mal nicht. Was hat der? Oh Gott, das ist ein Name. Nein. Das war der hier eigentlich nicht. Warum ist denn hier die Tür beschädigt? Kann ich hier auch speichern? Ist das Zimmer von unserer Tante? Ah, egal, ist die eklig. Ach, hier ist ein Hellpack. Wow, was ist denn da unten? Immer Beine, ey. Die Grafik sieht schon deutlich geiler aus als auf der PS3. Nee, ich bin kein Trinker. Was kann ich noch trinken? Nichts. Da kann ich hier auch raus? Nee. 7 Minuten noch, ey. Schaffen wir glaube ich heute gar nichts, Leute. Ach ja, weil er keine Ankündigung macht, ja, Grand Theft Auto Gameplay, es ist ein Überraschungsding, es wurde gar nicht angekündigt. Ja, es wird jetzt weitergehen, ja, dann habe ich noch Kanalprofil, habt ihr es wahrscheinlich gesehen, ja, wer ist der Typ da auf dem Kanalprofil? Ja, das bin ich. Ich habe mich einfach mal enthüllt, sozusagen. Bloß hoffen, dass ich in der Öffentlichkeit nicht irgendwann mal von so Machos oder so mal angeredet werde. Aber ich habe eigentlich keine Beleidigung an irgendwelche bekannten Personen jetzt losgelassen. Wenn, dann sprechen mich irgendwelche Leute an, ey, jetzt bist du für gestörte Drecksau, was machst du für gestörte Videos? Mein Gott. Aber naja. Egal, jetzt bin ich hier fertig. Boah, sieht das geil aus, ey, leck mich am Arsch da. Wow. Ja, mach doch hier. Ne. Wir kommen. Was? Inhalt ist solche Klasse. Was? Du gehst mit da, ey. Okay, hab jetzt irgendwelche Inhalte vom Salsa Club bekommen. Ja, das stimmt auch. Euer PS3-Besitzer kriegen auch neue Inhalte, glaube ich. Oder PS4-Version. Ja. Da können wir mal das Handy anschauen. Ah ja, das Hauptding will ich ja zeigen hier. Yeah, das ist eigentlich das Geilste. Das ist eigentlich das Geilste. Snapchat, E-Mail, was haben wir denn da? Ich weiß mal, ob ich dir schreibe, aber ich glaube mir, es geht nicht, weil ich mir insgesamt wünsche, dass wir wieder zusammenkommen. Das will ich. Oh. Ja, das ist eine geile E-Mail. Die können wir jetzt antworten. Sag sowas nicht, du machst gerade kein Ding, aber warte auf mich. Sind voneinander bestimmt, du weißt das, alles Liebe. So, die wird dann irgendwann antworten. SMS haben wir nichts. Jobliste, ja, das ist bloß online, schnell speichern. Warum jetzt nicht? Hallo. Kontakte, was haben wir? Ein Luftschiff. Ach ja, Luftschiff. Denise. Tante, Taxi, Hau. Wer ist denn Hau? Warum habe ich ein D schon drin? Lamar. Einstellungen, Hintergrund. Lange Engel, lange Kreis. Oh, irgendwas kann man denn einstellen. Diamanten.
sieht das aus? Scheiße. Oh, blauer Engel. Blauer Kreiser. Nice. Ach Mann, ey. Das sind geile Einstellungen hier. Was haben wir denn dann noch hier? Lieder Chaos. Warte mal, ich hatte doch immer. Nein, das hatte nicht immer. Ja, war. Hä, das gibt's gar nicht mehr, oder? Das gibt's doch gar nicht mehr. Gibt's das nicht mehr? Hallo! Also, ja, hallo, Dreieck, 8-Bit-Rot. Ich check's. Ah, das sieht geil aus. Was hab ich jetzt eingestellt? Standard, das sieht ja geil aus. Wenn du im Schlafmodus aussetzt, du kannst angehen und anrufen, kannst den Vorgang der Spielsteuer unterbrechen. Wähle den Normalmodus auf diesem Menü und dann kriegst du die Mission und den Schlafmodus. Ja, wenn du mal wirklich mal was anderes machen willst in GTA, dann einfach mal den Schlafmodus anschalten. Klingelton. Hm. Ja, das hält sich geil an. Ja, den. Das sieht sich geil an. Immer den, der ist geil. Theme. Ja, was sind wir denn für eine Theme? Und die Tasche hat zurückgeschrieben. Dato, Dato, was kann man da nehmen für eine Theme? Wie sieht denn rot aus? Hässlich. Nee. Obwohl rote. Warte mal, ist das, sind das Handy dann auch rot tatsächlich? Ja, mal grün. Der Franklin hat auch die Farbe grün, von daher nehmen wir auch mal grün. Standard, Profil, Klingelton. Theme haben wir ja grün, ne? Vibration, die ist an. Okay, dann haben wir hier alles eingestellt. Ja, sind wir fertig. Wir sind nicht mehr füreinander bestimmt, wir müssen ja nicht kapieren, ja. Wir sind jetzt verstehe ich, aber ich werde immer für dich da sein. So, die Antwort war schnell, die alte Kacksau. Jetzt, ja, nochmal das kontrollieren, das ist schon schlimm bei mir. Ich weiß nicht, ob der gut ist, der Klingelton. Wo ist jetzt hier ein Geist, ne? Ja, so fertig jetzt, Leute. Was haben wir denn dann noch? Was haben wir denn noch? Snapmatic. Snapmatic. R2 Taste drücken. Selbstporträt. R3 Selbstporträt. Was? Animation Brustklopfen. Aktion wechseln. Wo kann ich die Aktion machen? Benutze, um die Kopfbewegung und das zu kontrollieren. Hallo, wo kann ich denn hier die, ach so. Aktion wechseln. Aktion West Coast. Brustklopfen. Es gibt nur zwei Aktionen, schade. Ups, dann machen wir mal die. Die hört scheiße aus. Die schaut scheiße aus, Entschuldigung. Nein! Mann! Nee, jetzt wollen wir noch mal kein Foto machen. Internet! Ja! Hier gibt es auch einiges. Wie heißt noch mal? Ich weiß nicht mehr, wie das Stripclub heißt. Das können wir aber trotzdem mal schnell speichern. Ja, das ist auch neu.
Und der Tag ist abgelaufen. Schade. Er hat jetzt gar nichts gemacht hier in dem Part. Naja, das ist ja der erste Part. Das hat sich schon wieder zurückgeschrieben, die Alt. Ja, dann überziehen wir ein bisschen. So wollen wir es. Als deine Freundin. Männlich, wenn du das nicht erzählen kannst, dann können wir nicht länger. Ohne Zeit, ich werde dich heiraten. Ein gut, was ein Zeichen ist, Mann. Ich weiß, du fragst nicht wie. Und ich weiß, was ich brauche. Ja, mal so. Geh dich wieder verkaufen, du altes Sau. Ey, ist denn das? Ey, sieht das geil aus, die Grafik. Ha. Geil, ey. Ich finde die Ego-Perspektive so affengeil. Die Grafik ist auch noch geiler. Mensch, das ist geil, ey. Das ist geil, Leute. Es ist geil, wieder GTA 5 zu spielen, ey. Das ist ein Traum, ey. Das ist auf so einer geilen Grafik, ey. Keine Pixel, nichts, ey. Wenn du die PS3-Version anschaust, ey. So affengeil aus einfach. Hey, Girl. Nur gut, dann sehen wir uns dann im nächsten Fall. Es war jetzt ein bisschen eine Einführung hier, aber ja, wir machen auf jeden Fall weiter. Und ja. Ja, bis zum nächsten Mal und ciao. Ups. Ja. Vielleicht werde ich ja irgendwann mal einen Cheat-Part machen, aber das machen wir dann irgendwann mal abseits der Story. Auf jeden Fall ist GTA sehr umfangreich. Man verliert in diesem Spiel nicht die Laune. Entschuldigung. Durch sowas schaltet man ab. Ja, aber egal. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei GTA 5. Ich bin euer Sean und ich bin der Sean und ja. Bis nächstes Mal. Arrivederci, amigos, caballeros y desalos.